Naja, habe ich nicht. Ich habe nur eine einzige genommen. Ausnahme zu. Aber ja, war zwischenzeitlich keine einzige Insel da? Oder war die zu sehr damit beschäftigt? Eine haben wir gelootet. Eine haben wir gelootet. Was heißt zu sehr damit beschäftigt? Dich? Was mach ich denn da für einen Dreck? Ja, ja. Das frage ich mich auch. Dann warst du beschäftigt, Uffen. Man hatte massig viele Ideen. Hat einer von euch eigentlich schon Control gespielt? Control? Ja. Warte mal, ist ja, das mit der Rothaarigen? Ja, genau. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist verdammt gut. Muss also, ich mal weitermachen. Das ist ja echt mega geil, mich erinnert dieses Spiel so sehr an SCP. Auch mit diesen Dokumenten finden und diesen ganzen übernatürlichen Dingen. Ach, voll geil. Vor allem Ray Tracing funktioniert da wirklich gut. Ja, das sieht muy bueno aus. Muy bueno. Hm. Und es ist halt doch mal ein etwas anderes Spiel, ne? Ja, ja. Weil dieses ganze Setting und Szenario, das gefällt mir halt verdammt gut, dass sich dann die Räume dauernd verändern. Oh Gott, warum ist hier ein Loch im Boden? Das ist das Wasserloch-Ding. Achso, nee, Moment, das hier sollte nicht sein. Das ist nicht von mir. Das weiß ich nicht, wie das ist. Ja, das war der, da war damals der Anker. Ich habe den Anker umplatziert. Achso. Toll. Du kannst dich sogar vom Turm aus den Anker setzen, ne? Ja, schon. Es wird der Turm hier, ja. Eigentlich kann man das echt so machen, dass ich das mittlere Teil hier freilasse beim gesamten Turm, um da dann quasi den Anker ganz oben zu machen, der dann den ganzen Turm runterführt. Ankerfeld! Was? Klatsch! Ich sagte, der Anker fällt. Ja, gut. So, Achtung, Ankerfeld, du schaust so dieses Loch hoch, ne, um zu verstehen, was er gesagt hat. Ne? Wie bitte? Also, es erinnert mich dann so an diese alten Werner-Filme mit dem Bauarbeiterhelm. Ja, so ein Bauarbeiterhelm, der ist schon ziemlich wichtig. Ne? Richtig. Oh ja. Oh Mann. Vor allem, ja, das war auch dieser eine Dude, der doch diesen Mini 1 cm Helm da aufgehabt hat, ne? Ja. Ich will auch schnell keinen Helm tragen, ihr Idiot. So, Essen. Stimmt, Essen könnte ich wieder mal in die Tasche packen. Haben wir irgendwas Gutes da? Sorti, da. Neben der verpackten Kiste. Ja. Oh ja, schick. Ich hab schon. Wir brauchen Schwefel. Okay. Schwefelsäure. Schon. Alter. Ist hier ein Haufen Zeug. Schmelze. Also praktisch, angeln musst du ja gar nicht mehr im Wasser, ne? Ich hatte schon wieder so eine Möfke. Weg da! Oh, da kommt noch ein Pfeil dazu, alles klar. Ja. Hier liegt sogar schon eine Tote. Hier sind wir nur zwei Tote. Mhm. Aber schau, ob die vergammelt ist oder nicht, ne? Das wäre eine. Ja, genau, machen wir noch eine Zwischendecke rein, dann kommt das Ding noch durch die Zwischendecke durch. Lalalala. Kommst du? Nee, da gehe ich jetzt nicht durch. Der Berg früh. Was? Der Berg fliegt? Wohin? Der Berg fliegt. Ja, genau. Ach, die Algen. Augenblick, wenn einfach der Berg. Das erinnert mich jetzt irgendwie an diesen Postjungbeitrag. Von wegen Kathedrale in Berliner Innenstadt. Heimlich im 360 Grad gedreht. Boah, gut. Heimlich. Ja, über Nacht. Es wird immer noch gemunkelt, wie die das geschafft haben. ohne Spuren zu hinterlassen. Ich habe mir das übrigens letztes Mal durchgelesen mit den Sprüchen, die man dem bei einer Polizeikontrolle lieber nicht sagen sollte. Ja. Da waren wirklich ein paar sehr gute Dinger dabei, muss ich schon sagen. Die waren originell. Ja.
sogar mal eine Anleitung, wie man einen Polizisten zum Ausrasten bringt. Und dann ist er dran schuld, also mit solchen absolut sinnlosen Fragen oder so. Darf ich hier Pistole sehen? Und wenn dann Nein sagt, dann fragst du, wieso und das? Dann haben sie ein Problem mit mir und ich beschwere mich über sie, ne? Und dann, wenn er Ja sagt, oh mein Gott, ich zeige sie an, wie können sie sowas Unverantwortliches tun? Also dafür sorgen, dass er nichts richtig machen kann. Herrlich, ne? Das geht ja. Nein, nicht die Axt da rein. Der geht. Haben wir mal wieder eine Insel eigentlich? Ja, wir sind schon ein paar vorbeigefahren. Och, ich sammle jetzt nichts mehr ein. Wir brauchen noch Unmengen an Metall. Ach du wieder. Sonst haben wir ja nie Motoren. Wieso kann ich hier keinen Leiter hinbauen? Oh. Keine Nägel? Doch, schon mal. Da gab's ein Problem. Nicht Planke. Achso, ich kann das Ding mit Planken betreiben. Achso. Ah ja, der Motor, der kann mit Planken betrieben werden. Das Ding jetzt mal laufen sehen. Also, ein Einzelner, der läuft noch nicht wirklich, der stockt dann eher. Vor allem bei der Deckung, Moment. Alter. Okay. Bellator. Weißt du, was jetzt echt fies wäre? Gehen wir nochmal rauf auf die Leiter? Ja, genau. Oh, yes. Einfach mal unten drunter die Leiter abreißen. Hey! Hey, wir müssen von unten sagen, ist da mittig? Wer ist da unten? Yoshi? Gabu? Ist da mittig, wie ich gesetzt habe? Hier? Das hier? Gabu, guck mal hoch. Hallo? Gabu ist bei mir. Ach, da. Nee, der gehört noch ein bisschen weiter nach rechts. Warum ist denn hier ein Leiter? Ja, warum ist ja. So? Fast schon zu weit rechts. So weit rechts auch nicht sein, ne? Ich weiß nicht, ob du den überhaupt mittig dahin kriegst, aber wenn das da nur die zwei Positionen sind, ist es im Prinzip rechtslastig mittiger. Ja, ich lasse es einfach. Ja, weil wenn du das jetzt anschaust, ne? Davor war er dann halt hier so bei der Planke bündig, ne, dass du auf der anderen Seite halt die drei Planken hattest. Nicht wegbar. Achso, okay. Ich sehe es ja von unten, das nicht. Was war das denn? Das ist der Motor. Oh! Stopp ein bisschen. Wow, diese Geschwindigkeit! Das ist muss alle Vierer machen, oder alle Fünfer. Also jetzt erreichen wir gleich Warp 5, ne? Wow, guck dir das an, das ist kaputt. Ist das ernst, mit der Kanone abgefeuert werden? Nächster Schuss! Oder irgendwie. Ja, genau, so sieht's etwas hübscher aus. Ich bin gerade. Was brauchen wir für so Motoren? Hauptsächlich. 5 Eisenbarren, eine Leiterplankte. Plankte. Du machst nur eine Leiterplatte. Aus Kupfer. Nee. Was? Die braucht kein Holz als Grundding? Das ist ja fies. Also, das ist keine richtige Leiterplatte. Achso, du meinst die Leiterplatte. Ich dachte, du meinst jetzt. Der Motor an sich braucht eine Menge Holz. Boah, mach dir keine Sorgen. Aber die. Das ist einfach mal so ein Yoshi im Wasser. Also, Leiterplatten brauchen immer Holz, ne? Das ist ja ganz klar. Kennen wir aus Factorio. Sie. Ja. Alter, wie viel Loot lag hier bitte gerade? Leiterplatten werden bekanntlicherweise auch aus Holzleitern hergestellt. Oder mein Chef könnte einfach so in die Steckdose greifen, ne? Da würde nichts passieren. So gut wie der leitet. Mit dem. Ja. Das habe ich meinem Elektriker auch schon gesagt.
Wie war nochmal der schöne, wie war es nochmal der schöne, warum durch Frankreich so viele Strommasten gehen? Weil Strom immer den Weg mit dem geringsten Widerstand nimmt. Ja, das ist einfach super. Zu gut, einfach zu gut. Goldie, but Goldie. Tja. Nein! Doch! Ah. Er kann nicht alt werden, wenn es die Wahrheit ist. Nee, das ist wohl wahr. Eigentlich ein Klassiker, das geht einfach nicht kaputt. Wir benötigen mehr Blätter. Was? Blätter? Alter. Sie. Blätter, ne? Für? Weiß ich nicht. Einfach um es zu haben. Können wir die eigentlich auch verbrennen in Motoren? Bisschen Blätter anzünden und so? Können wir daraus Biomasse herstellen? Ah, shit. Okay, ich merke gerade, so wie ich das Gebäude baue, es war noch nicht mal beabsichtigt so, aber es bleibt tatsächlich ein Loch in der Mitte übrig. Okay, sagen wir mal, es ist Absicht. Ja, was war üblich? Okay, für den Anker dann, oder wie? Loch in der Mitte für den Anker, da geht dann einfach durch den gesamten Turm durch, so ein riesig fettes Ankerloch. Das ist interessant auch. komm schon. Folgt und wenn überhaupt noch den Chat, weiß ich nicht, was ist denn so geschrieben? Ja, machen. Ja schon, aber das ist halt nicht wirklich was, ja, ich meine, ja. Du hier möchtest, ne? Ach, genau. Wir haben eine Rieseninsel vor uns oder einen mittleren? Bananenbrot? Ach, Bananenbrot, jetzt haben wir es wieder. Bananenbrot ist, glaube ich, letztens gemacht. War ziemlich einfach, ne? Ja, knusprig. Also, wenn du den Teig schon fertig hast, also hier die Mischung, die Backpulver, dann musst du nur frische Bananen reintun, ein paar Eier, waren Eier drin, keine Ahnung, und... Dann einfach in den Backofen. Könnte man mal probieren. Es geht wirklich schnell, also ich war erstaunt und wie satt das macht, ne? Also wenn du erstmal so hast, so 500 Gramm Mehl und was halt dazugehört, da tust du nochmal 400 Gramm hier Banane rein, ne? Und das wird ja nicht unbedingt volumenmäßig größer, das wird halt irgendwie dichter oder sowas halt, ne? Ist ja nicht so, dass das hart wird, aber das sättigt ohne Ende. Das glaube ich. Also ich wollte danach satt irgendwie. Alter, wieso ist das schon wieder... Was? Der Loot ist schon wieder so komisch schräg in den Netzen, wo man richtig, nicht richtig sehen kann. Warum hab ich da... Gott, keine Probleme. Und wen hat Probleme? Was ich? Nö. Oh, es ist eine gigantische Insel. Wer steuert dahin? Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Ja, gut, ich geh schon. Okay. Du bist doch hier der Kapitän. Ja. Wir wollten vorhin meutern, aber wir haben uns nicht getraut. Ja, weil du hattest das Lama als Geißel. Ich seh grad, ihr habt den ganzen Kack ja beim Radio Tower aufgebaut, ey. Wie sollen wir denn hier noch gehen? Es ging nur wegen dem Scherz. Du kannst ja wieder alles umbauen. Also da oben hat das Schild noch gefehlt mit Udwins Domizil eigentlich. Deswegen, wo habt ihr den Wimpel hingebaut? Der Wimpel ist eingebaut, Udwin. Das war wegen dem Klo dann, damit der Duft richtig in die richtige Richtung fliegt. Weißt genau. Ist das Lama wieder drüben? Das war langweilig, Udwin. Das kannst du nicht nochmal machen. Bei euch als Crew wünschte ich mir fast, dass ihr meutert, einfach um euch zu beobachten, wie lange ihr überlebt. Okay, das Lama ist wieder drüben, nehme ich an, ne? Ach, falls da, hier okay. Ist. Da, da, da. Alter, so viel Seile. Ja, nein, so kann Lama sich jeder einen Strick draus stricken. Kannst ja noch langen Strick machen. Aber echt. Vor allem werde ich hier geflamed, weil ich zu viel Holz verbrauche angeblich. Und dann wird hier einfach so voll der üble Lama-Aufbau gemacht. Ihr habt ja sogar Gras dort gepflanzt. Ja, also wir haben es umgepflanzt, also umgesetzt. Das soll ja nicht verhungern, nur weil du deinen Spaß haben willst. Ja, eben, genau. Und außerdem, das brauchst du nicht wir. Das soll ja wenigstens in irgendwas beißen können. Ja. Wenn es zur Sache kommt. Ja. Und Großteil kannst du ja abbauen und mitnehmen. Ah ja, ich habe alle Chats auf dem Karat, das übrigens. Deswegen sehe ich die meisten Chats auch.
Yes. Du hast auch die meisten Bildschirme, ne? Nee, ich hab nur zwei gerade. Ich hab auch nur zwei. Oh. Oh, wobei ich vier haben könnte, ich müsste halt nur anschließen, aber... Ich könnte drei haben, wenn ich mein Fernseher noch anschließe. Nee. Ich hab nur zwei. Ich... Anga! Und... Bin krass und hat nur einen. Zeit zu looten! Ich könnte nicht mehr leben. Loot. War das meine... Wir haben unser Lama schon wieder verloren. Ich hab mehr Stützpfeiler gemacht, als wir brauchen. Aber es geht ja mehr um die Optik. Gut, will. Bitte? Du hast unser Lama verloren, habe ich gehört. Was? Ja, wo ist denn das Lama jetzt stecken geblieben? Was hast du mit denen gemacht? Das sind Beweismittel weg. Moment, ich hol's wieder mal. Die Beweismittel vernichtet und aufgegessen. Du hast keine Aussage gemacht hier, oder was? Ja. Weißt du, da könnte ja einer von der PETA vorbeikommen. Was dieser Kerl mit mir gemacht hat, das darf man keinem erzählen. Nee. Oh Mann. Oder jetzt in dieser Covid-Zeit, ne, wenn dein Hund irgendwie den Toilettenpapier zerreißt oder so, ne? Und da zeigen sie so ein Bild, wie so ein Mafia-Typ weint und den halt erschießen will, ne? Toilettenpapier zerbissen, ne? In Covid-Zeiten sollten Hunde sowas lieber nicht machen. Oder Katzen. Oh ja, ist Lama jetzt echt weg? Ja, Lama ist weg. Ist der vielleicht hier runtergesprungen? Hat es den Ausgang genommen, den ich auch genommen habe, oder wie? Tötet mich bitte. Nee, der ist selbst begangen, weil auch hier sonst was angetan wurde. Gut, Wind. Das war nicht mal therapierbar. Egal. Das ist bei uns da gar kein Tier mehr therapierbar. Um Gottes Willen, bei den Verrückten. Scheiße, die ganze Menschheit ist ausgestorben, nur die Idioten nicht. Hilfe! Wie war das? Welcher Beweis gibt's, oder welcher ist der ultimative Beweis, dass draußen im Weltall intelligentes Lebewesen gibt? Oh. Dass sie waren noch nicht mit uns keinen Kontakt aufnehmen. Ja. Toll! Richtig tolle Schaufel, Gabo. Richtig tolle Schaufel. Hat die lang überlebt? Ja, genau, zweimal Schwung. Yes! Jetzt einfach mal hier random Stein auf den Kopf. Shit! Jetzt mal. Da. Hab ich gesucht. Dorothy. Ah. Dorothy? Kann ich nicht. Ich jag mal den Hai, wenn ich ihn finde. Ist schon tot, zu spät. Ach, der ist schon tot. Okay. Gut. Kannst hier den Kugelfischer down machen. Unsere Burg wird schon angegriffen von dem Kackvogel, zumindest hat er mir gerade mitten auf den Floß einen Stein auf den Kopf geworfen. Und? Achso, wir sind die Patienten, ja, das kann auch sein. Lama über. Das ist halt eine gute Frage, wann und wie und warum das passiert ist. Oder ob das Lama wirklich runtergesprungen ist oder ob sich das wieder verbuggt hat, aber es scheint gut, wir brauchen ein neues Lama. Unser Lama-Verbau ist einfach zu hoch. Wir nutzen es doch eh nur aus, weil wir an die Wolle wollen. Eine typische menschliche Eigenschaft. Da nennt man's auch Nutztier, ne? Mhm. Hier gibt's aber richtig viel Metallerze. Ich hab schon 16 eingesammelt, gleich. Voila! Nice. Ich brauch Planken. Da. So, und wieder back to loot. So. Das ist ein Kupfer, ne? Stimmt, ja. Pfeile wollte ich noch welche machen. Oh Gott, jetzt kommt das Wildschwein auch noch. Ja, hopp, geh aufs Schiff. Hopp. Genau, zähmt das Wildschwein. Genau. Wie wär's mit einem Wildschwein auf dem Floß? Hier? Ich hätte eins gerade. Ja, genau. Geh mal hin, streichelt den so lange, bis er dich lieb hat. Therapielamas. Okay. Ich glaube, das Lama braucht eher Therapie. Ja. Wisst ihr was? Schlachtet mich und esst mich, aber lasst mich in Ruhe.
Ich habe echt gedacht, du hast Udwin komplett eingesperrt. Und dann passieren solche Sachen. Da war eine Luke. Ja. Eigentlich habe ich gedacht, er hätte die Türe aufgemacht, um zu sehen, oh, da geht's tief runter. Da geht's also schon mal nicht lang. Ich hab die Türe aufgemacht, hab gesehen, es ist der einzige Weg raus, war kurz vorm Verhungern, dachte mir, scheiße, alles oder nichts. Hättest auch den Weg freischlagen können, aber... Einmal durchgejietet, ey. Naja, dann wäre ich ja hoffentlich wieder oben gewesen, um das Gegen zu reparieren. ich ersticke, oh Gott, nein. Aber unter Wasser trinken können, ne? So viel zum Thema Logik. Gib mir mal den Shot her. Oh, delicious. Wie? Wenn das Nutztiere sind, was sind dann Lusttiere? Ich habe sowas noch nie gehört. Ich kenne mich in der Branche nicht aus. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr in der Branche. Was? Nein, das habe ich nicht damit gemeint. Oh yeah. Tschüss, Axt. Oh, hallo, Axt. Hallöchen, Axt. So, jetzt aber. Das sieht soweit eigentlich ganz gut aus, ne? Außer, dass es dunkel ist und ich nichts mehr sehe. Ich hab 17 Erze. Ich eins. Metallerz, oder? Das war aber auch nicht schlecht, irgendwie, wenn ich so da oben bin. So, Hilfe, ich bin dann verhungern und bin mit dem Lama eingesperrt. Moment. Ich bin mit dem Lama eingesperrt. Am besten du drehst dich mit deinem Kopf so 180 Grad um, wie bei so einer Exorzist. So. Hallo Lama. Hallöchen. Auch hier zufällig mit dir. Du siehst doch mal lecker aus. So direkt schon vernaschen. Oh ja. Ich weiß nicht, so flaschig, wie du aussiehst. Ja. Oh, da ist Hai wieder da. Haifisch? Ja. Haiiges Fisch. Was Brügge? Hai. Oh, der Vogel, ich wollte gerade sagen, Brügge da. Wollt ihr das nächste Lama nicht Timmy nennen? Brügge. Dann könnt ihr nichts, wenn ihr weg ist, sagen, wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Ja, das ist natürlich auch gut, ne? Oder wir nennen es Dimitri, wäre auch eine Idee. Dimitri. Dimitri die Demolition. Ah, Vogel, hör auf mich zu. Und Hallöchen, Amrutsch. Aua, Alter. Und ich darf mich hier mit dem Hai auseinandersetzen, ne? Alter. Alle, die jetzt bei mir im Stream Drehbaum bekommen haben, bitteschön. Hallöchen, Amsahaban. Drehbaum. Jetzt ist, glaube ich, schon zu spät, als ich geschaut habe bei dem Stream. Okay, Ja, das Video noch nicht down. War das mit dem Vogel? Ja. Ich bin gerade auf der Insel, um den Vogel zu suchen. Ist jetzt bei euch, oder was? Ich sehe gerade, er ist wieder Richtung Schiff rum. Ist er geht gerade zu irgendeinem von euch da hinten, glaube ich. Also tschüss. Solange er nicht auf mich geht. Ah! Oh, jetzt aus mal Luft. Alter, was macht der Vogel gerade? Also unsere Burg ist schon stylisch. Wir jetzt unter Vögeln. Das Geile ist, von dort geht aus, könnte man dann auch Seilrutschen machen, die zu jedem Turm führen. Oh, stimmt schon was. Es gibt ja dann Seilrutschen, ja! Nee, das gab's nicht. Können wir es heute eigentlich mal schaffen, zu der Insel zu kommen? Das wäre sick. Oh Gott! Die nächste Insel wäre bei Boa. Wollen wir da wirklich... Ja, ich will nicht hin. Ja, natürlich willst du da hin. Boa klingt da schon so richtig... Boah, geil, eine Insel. Ich glaube, das wäre zum Anfang des Streams nicht schlecht. Mittendrin? Ja. Es ist ja noch Anfang. Naja, es ist halb 10. Naja. Und du weißt, also, Bubi muss bald ins Bett. Genau. Bubi verarschen ist mein Part, weißt du? Ja, passt schon. Immer schön stehen bleiben. Achtung, er kommt. Das mag ich auf Arbeit so, wenn Hein blöd dann mitten im Weg steht. Schießen, er trifft, GG. Ja, es hat echt keiner getroffen, ne? Drei Pfeile. Wirklich? Drei Pfeile, alle daneben, ja. Ich musste mich bewegen, ihr nicht. Anfänger. Ich musste mich bewegen.
Mitten Schmiede? Tappenübung, ne? Ey! Jetzt auch mal wieder. Der Vogel macht einfach städtisch vor, es kriegt und keiner geht hin. Ey, Alter. Ja, oh, wir müssen näher ran, der muss provoziert werden. Muss produzieren, Alter. Ich stelle jetzt einen Lama Kuhn, wenn ich den Lama Chan oder Lama Senpai wäre auch eine Idee. Lama Senpai müsste eine Brille aufhaben. Das war Lama Kuhn, das zweite war Lama Nummer 2. Ich glaube, das zweite hieß doch Alpakone, haben wir es doch genannt. Hieß es nicht Lamboschka? Ne, nicht Lamboschka. Lamboschka kann natürlich auch sein. Ich hab den getroffen, da hab ich auch getroffen. Wir können das drüber. Genau, da hinten. Wir können das dritte auch Lamborghini nennen. Das Lamborghini. Ja, das Lamborghini. Ich stelle mir das gerade mal vor. Ihr habt irgendeinen Kumpel so im Teamspeak, mit dem ihr immer so geredet habt, und der hat immer so übelst scheiß Mikroqualität. Und irgendwann trefft ihr ihn in echt und merkt, das ist nicht ein Mikro, der redet wirklich so. Aber so voll die Rauschstimme, einfach nur so. Alter, das war jetzt peinlich. Da hat jemand. Aha, da triffst du mich nicht, du voll blöder Vogel. Oh, er ist gleich down, er ist da. Und. Down. Nein? Down? Nein. Nein! Nein, oh. Sag mal! Jetzt ist doch. Nee. Nee, sag mal, wir hätten wir raus. Der hat schon so peinlich wie beinahe bekommen. Jetzt ist doch. Direct Hit! Ja, der Loot ist gelandet. Der Adler ist gelandet. Yoshi ist natürlich schon direkt dran, ne? Ja. Ist es Yoshi? Ja, das wollte ich nur sehen gerade. Ich stelle mir nur gerade die Szene vor, wie so der Vogel die Klippe runterfliegt und Yoshi springt so hinterher, so mit den Armen nach unten, einfach so. Nein, du lässt ihn bitte den Berg da runter. Und der Vogel denkt sich noch dabei, kannst du bitte warten, bis ich wirklich ganz tot bin, bitte. Und tut schon die Federn rausziehen. Das ist dann eine Szene wie mit Gandalf und dem Balrog, ne? So beim Runterfallen, einfach so. Anstelle zu bekämpfen, einfach so die Federn rausrupfen oder alles mögliche. Ist schon beim Looten, der Gandalf, ne? Oh Mann. Das ist so krank. Egal, passt schon. Also so einen ähnlichen Traum habe ich gehabt, wo ich ja gerade voll auf Entzug war, bezüglich Rauchen, ne? Da stand ich irgendwie in Zenti oder so, war da auf dem Bus, ne? Und einer raucht und ich will die ganze Zeit einen anzünden, ne? Aber, naja, ich habe ja aufgehört, ne? Und auf einmal kommt von den irgendeinem fremden Person der Bus und der Kippe war gerade angezündet, ne? Und was macht er? Der schnippt's weg und ich so, oh mein Gott, wie kannst du das weghauen, ne? Da ist noch übelst viel dran. Und ich spring hinterher und da kommt gerade ein Bus und überfährt mich. Das ist das beste Zeichen, aufzuhören. Ja, nee, ich war ja schon beim Aufhören, also ich bin dann aufgewacht und ich so, fuck, ich hätte bloß nie anfangen dürfen. Aufgewacht, ja. Wurde darauf erstmal eine Zigarette. Ja. Aber das Schöne ist ja dann, wenn man es geschafft hat und dann wirklich weg ist von dem Zeug. Ja. Mag und einer zündet neben dir an und sagt, willst du eins haben? Ich so, nein. Ja. Ich mag, wenn man Abwasch machen halt. Das... Oh. So, stell dir mal vor, du sagst ja und das wird der Abwasch per Post geschickt einfach, ey. So ein großes Paket mit Tellern und Gläsern. Und Käse. Ich mag Käse. Hast du auch gesehen? Ach, auf Yoshis Kopf gefallen. Pff. Yoshi hat so einen Magneten im Kopf verbaut, dass der ganze Loot schon zu ihm herfliegt. So wie eben bei diesen ganzen Loot-Spielen das immer der Fall ist. Ne? So funktioniert das mit Yoshi. Das ist halt wie so eine innere Uhr, wie so ein innerer Sensor. Der ist halt einfach immer an. Irgendwie. Weiß ich nicht. Hat einer schon Dreck geschaufelt? Ja. Nein. Ja, also vier Stück zumindest. Weiß nicht, ob es da noch eine Höhle gab. Ich habe eine gelodet. Ist der Dreck eigentlich nochmal? In der Kiste. Das ist mit bei mir. Bei mir. Ja. Ah. Ja, das mit dem Geschirr zu schicken, das erinnert mich jetzt wieder an diese eine Story, danke. Wo sich Leute in einem Online-Rollenspiel unterhalten haben und einer hat gerade Pizza gegessen, der andere meinte, boah, gib mir auch mal ein Stück ab. Und ja, dann hat er dem das zugeschickt. Aber das Problem ist, das Paket war in der Woche unterwegs. Das war nicht lustig, wie die Pizza dann aussah. Das Pizza. Am besten in so einem weißen Briefkuvert so reingeschoben. Oh, ja.
Mhm. Das ist schon richtig schon durchgetrieft schon. Yoshi braucht eine halbe Stunde in die Kiste rauszunehmen, was ab. Ne, ich tu rein, ich tu nicht raus. Die Pizza war ganz gut, aber ich mag kein Brokkoli. Da war kein Brokkoli auf der Pizza. Oh, eklig. Oder, nee, oder besser gesagt Spinat. Ich mag keine Spinatpizza, aber die war ganz okay. Alter, 6 Meter Kabel für Kopfhörer. Auch nicht schlecht, holy shit. Huh. Oh, das ist auch nochmal Eisenerz. Aha, aha, aha. Da hat einer schlecht gearbeitet. Am geilsten ist immer noch mit einem Bluetooth-Headset. Da kannst du wirklich überall hin. Ach, das waren Zeiten.